Mein Name ist Ulf Krüger, ich bin der Schulleiter der Oberschule Westerzelle. Erasmus Plus Projekte gibt es hier seit 2011, 2012, beziehungsweise bevor es Erasmus Plus wurde, waren es ja Comenius Projekte. Ich war in den Niederlanden in Hoorn für 5 Tage und das Projekt, wo ich dabei war, hieß Hand in Hand. Vormittags waren wir in der Schule, da haben wir mit den verschiedenen Klassen zusammen Projekte vorgestellt und waren auch im Unterricht verteilt, um das mal so ein bisschen mitzuerleben. Und am Nachmittag haben wir dann einige Ausflüge gemacht. Einmal sind wir nach Amsterdam gefahren. Man lernt viele neue Dinge kennen, neue Menschen, sich selber lernt man besser kennen. Und das ist eine sehr gute Sache. Erasmus Plus ermöglicht uns, den Klassenraum zu verlassen und das übliche Schul-, Schüler- und Lehrerdasein zu überwinden. Und ja, Grenzen tatsächlich zu überschreiten, auch in andere Länder zu gehen, zu sehen, wie andere Länder leben, wie sie Schule leben, aber auch wie sie auch außerhalb der Schule leben und außerschulische Aktivitäten dort anzugucken auch. Und so ganz neue Eindrücke zu gewinnen, die wir hier in der Schule nur im Unterricht in den 4 Wänden so nicht liefern können. Und ich als Schulleiter finde es ganz wichtig, und deswegen unterstütze ich das ja auch im Kollegium, dass wir als Oberschule unseren Schülern, was ja eine ganz andere Klientel ist als ein Gymnasium, so etwas wie diesen kulturellen Austausch in Europa mit ermöglichen können. Und durch das Erasmus-Projekt werden sie ausgezeichnet unterstützt, auch mal in andere Länder zu schauen, in Familien zu wohnen, in Schulen reinzugucken und einfach diesen Blick über den Tellerrand zu wahren. Und dieser Zugewinn der Schüler auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung ist ungemein hoch, wenn sie dann wiederkommen, was ihr Selbstwertgefühl mitbringt und wenn sie sich dann hier auch präsentieren in unterschiedlichen Formen, was sie für Sichten mitbringen. Denn wir sehen eigentlich, und da muss man bei den Schülern anfangen, unsere Zukunft nur in einem gemeinsamen Europa, so wie es angedacht ist. Und da muss man eben ganz, ganz unten ansetzen bei den jungen Leuten, die dieses Europa später mal tragen sollen. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Also ich habe sehr viele neue Freunde kennengelernt, die auch Niederländisch sprechen. Ich muss mit denen Englisch sprechen. Und dadurch habe ich halt meine Wortschatz erweitert und auch verbessert. Also für mich als Mutter finde ich dieses Projekt Erasmus Plus fantastisch, weil das den Jugendlichen ermöglicht, das Land nicht nur als Urlaubsland kennenzulernen, sondern gleich aus der Perspektive eines gleichaltrigen Jugendlichen und dort auch gleich einen Blick in den Alltag dieses Jugendlichen zu werfen und auch in den Schulalltag und in die Hobbys. Und das ermöglicht auch gleichzeitig diesen Perspektivwechsel, den die Jugendlichen haben und auch den Vergleich, den sie dann haben können mit ihrem eigenen Alltag, mit den eigenen Hobbys, mit der eigenen Schule. Wenn man über Erlebnisse nachdenkt beim Thema Erasmus, dann muss man ganz klar sagen, die Aufenthalte im Ausland, die Besuche in anderen Ländern sind eine echte Challenge, eine richtig schöne Herausforderung für die Schüler. Die gehen also ein bisschen ins Ungewisse rein und müssen sich arrangieren. In Dänemark zum Beispiel war ich neulich und die Schüler haben zusammen in Hütten gewohnt und plötzlich waren 2 Deutsche mit 2 Nordmazedonen zusammen, die sie vorher nicht kannten. Das heißt, sie müssen sich arrangieren im Zimmer oder in der Bude, in der sie waren. Dann müssen sie den Tag zusammen durchlaufen, sie treffen auf andere Länder, andere Nationalitäten, einige sprechen Deutsch, einige nicht. Sie erleben Sachen zusammen, sie machen zusammen Sport und das ist, glaube ich, ein Erfahrungszuwachs, das kann kein anderes Schulding bieten, kein Fach. Vielleicht noch eine Klassenfahrt, aber auch nur in Grenzen, weil die ja nicht international ist. Da erleben wir also Dinge, die kann nur Erasmus bieten. Das ist was, was uns hier wirklich sehr wichtig ist und wo wir denken, dass es sich auch lohnt, dafür alle Anträge zu schreiben, alle Akkreditierungen zu machen und alles, was da dranhängt, mit unserem Kollegenteam so zu stemmen, weil wir möchten, dass die Schüler auch dabei sind, Europa mitzuentwickeln und das auch für sich so fühlen. Was die Kollegen angeht, genau das Gleiche. Ich hatte die Themen vorhin genannt. Wenn Kollegen in andere Schulen fahren, stellen sie ganz schnell fest, durch den persönlichen Kontakt, der entsteht, die haben ähnliche Probleme wie wir, aber wie lösen sie die? Und da kommen die Kollegen immer wieder mit vielen Ideen, die wir dann in unsere Schulprogrammarbeit mit einfließen lassen. Wir haben Themen im Schulprogramm gefasst und diese Themen nutzen wir, um unsere Erasmus-Plus-Anträge zu schreiben und zu konzipieren. So gibt es zum Beispiel jetzt dieses Umweltprojekt, was wir im Augenblick haben, Mach mit. Und das fußt auf dem, was wir uns im Schulprogramm aufgegeben haben. Und durch Erasmus-Plus und die Förderung durch Erasmus-Plus haben wir die Möglichkeit, mit einem großen Lehrerteam an diesem Thema zu arbeiten und aktiv an dem Thema zu arbeiten. Wir haben außerdem noch direkt eine Öffentlichkeit unter den Schülern und wir haben auch noch eine Öffentlichkeit
in Europa, nämlich durch die Partnerschulen. Für uns ist nochmal ganz wichtig, dass wir wirklich Kindern diese Reisen auch ermöglichen, die familiär nicht die Möglichkeit haben, wirklich ins Ausland zu reisen, sich ausprobieren zu können. Und das ist nochmal gerade in der Oberschule, finde ich, ganz wichtig, dass man diesen Kindern wirklich diese Erfahrung nochmal ermöglichen kann. Ja, ich finde es gut, dass auch andere Länder dabei waren, dass wir auch mit den anderen gereist sind und dass wir auch mit denen gesprochen haben. Und es bringt eben wirklich das Wissen, der andere ist auf der einen Seite anders, weil er eine andere Sprache spricht oder sich anders kleidet, aber auf der anderen Seite sind wir eben auch sehr gleich. Und wir passen einfach so nach Europa. Und wenn ich dieses Europa haben will mit der Reisefreiheit und mit den Besuchen bei meinen Freunden, dann ist das was, was es sich auch lohnt zu schützen. Also ich denke schon, dass diese Toleranz auch eine ganz große Rolle spielt, dass Kinder lernen, toleranter zu werden, dass sie aber natürlich auch sehr viel mehr Selbstbewusstsein entwickeln. Sie kommen gestärkt wieder aus dieser Reise. Und sie kommen natürlich auch mit zahlreichen mehr Freunden wieder. Das heißt, es werden internationale Freundschaften geschlossen. Und es ist einfach schön zu sehen, wie viel Freude die Kinder mit dem gemeinsamen Umgang haben. Erasmus Plus ist das wichtige Projekt, um auf allen Ebenen von Schulentwicklung oder auf allen Ebenen von Kommunikation wirksam zu werden. Auf der Schülerebene ist es klar, wichtige Projektideen kommen bei den Schülern an. Auf der Kollegenebene ist es, wir haben ein Team, um Herausforderungen, die wir im Schulprogramm finden, auch zu thematisieren, auch so zu thematisieren, dass wir dafür auch Zeit haben. Wir haben die Elternebene, auch die Eltern fühlen sich hier in die Schule gut integriert und auch in das Projekt integriert und fühlen sich wie wir alle ein bisschen mehr als Europäer, als sie das tun würden, wenn sie nicht Gäste aus dem Ausland hätten oder mit Familien aus dem Ausland kommunizieren würden, um zu gucken, wie geht es meinem Kind denn dort oder wie wird es dort sein. Es ist einfach besser, wenn man Dinge ausprobiert, anstatt zu sagen, ja, traue ich mich nicht, ich bleibe lieber hier in Deutschland, ist sicherer. Nein, ist eben nicht. Man sollte eben einfach ausprobieren. Man hat auch, zum Beispiel wie ich, habe auch viele neue Dinge gelernt über das Land, die Niederlanden und auch zum Beispiel damals die ganzen Kriege, die Niederlande mit Deutschland, Frankreich, Belgien geführt hat. Ich halte es für wichtig, dass in einer Schule auch so ein Austausch vonstatten geht und dass man so etwas lernt und die Möglichkeit hat, sich selbst auch in dieser Richtung weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Und von daher bin ich der Meinung, dass dieser Erasmus-Ansatz in unserer Schule hervorragend für die, die teilgenommen haben, funktioniert hat. Und ich hoffe, dass er auch weiterhin in der Zukunft gefördert wird. Schule ist eben nicht nur die Mathematik, sondern auch das Lernen mit anderen. Und bei uns ist das Europa und die Welt. Ich würde jedem empfehlen, auf jeden Fall die Chance zu ergreifen, wenn sie da ist, bei einem Erasmus-Projekt mitzumachen. Man lernt erstens ein neues Land kennen und die ganzen Menschen, ein neues Schulsystem. Man kommt einfach ein bisschen raus. Durch diese persönlichen Kontakte, die ermöglicht werden, über Europa hinweg, da entsteht etwas, da wächst etwas, was diesen europäischen Gedanken einfach weiterträgt. Und das wünsche ich mir für die Zukunft. Noch mehr, nicht nur für einzelne Schulen, sondern vielleicht auch für viele andere Schulen. Denn so kann es gelingen, ein gemeinsames Europa zu gestalten. Und da würde ich einfach sagen, Mut zusammennehmen. Es hat eine große Auswirkung auf das Schulprofil, auf das Kollegium, auf die Schüler, die natürlich am wichtigsten sind. Wichtig dabei ist, es geht aber nur im Team. Das macht kein Schulleiter alleine oder einzelne Kollegen, sondern das schafft nur ein gesamtes Team, was gut in der Schule verankert ist.